Hallo und herzlich willkommen hier wieder auf den Server. Weiter geht's mit Klopapier und Edgefifty. Servus. Klopapier ist in der Haus, Klopapier ist in yeah. the house, ne? Ja, Der hat's. Klopapier muss im Haus sein, sonst ist es ein bisschen schlecht. Naja, gibt's ja Zeitungspapier, sagt man so, ne? Oh Oh, Gott, oh Gott, ja. oh Gott, oh Gott. Wenn du mit deinem 40er Schleifpapier, da habe ich aber lieber ein wenig Zeitungs. zerknitterte Zeitung. Genau, wir haben offline hier noch ein paar Maschinen geköftet. Maseratoren, Ofen, Extraktor, Kompressor, Projekthebel und eine Rollingmaschine, wo wir unten einfach eine stinknormale billige Electric Engine haben. Genau, damit das alles mal ein bisschen läuft. Und Genau, ja, ich schalte hier mal. hin in der Ecke haben wir noch hier ein Industrial Zentrifuge stehen. Ja, da haben wir uns gedacht, die hilft uns, aber leider Schnecke. Ja, das Fehlgriff wird von mir. alles angetrieben hier unten über den Geothermal. Geothermalgenerator und der Bedbox. Ja, den Keller, den müssen wir noch aushöhlen, dass wir dann hier unten bisschen mehr Energie reinkriegen. Ja, wir müssen uns was anderes überlegen, weil Aber Geo, ja. das machen wir dann offline, das aushöhlen, weil das Es wäre denke ich mal langweilig. nicht so interessant. Genau, ich denke, wir gehen noch mal ein Stück höher und hier werden wir ein kleines Lager bauen. So ein offenes. Ja. Ich denke mal, ein Dach wäre auch nicht schlecht gewesen, aber. Ja, das müssen wir dann auch noch reinzimmern. Auf jeden Fall ein kleines offenes Lager, damit das Gewirr unten mal wegkommen, die Kisten mal wegkommen und Überhaupt die dass draußen, das. wir da haben wir ja ewig weit zu laufen. Da werden Für wir. das Lager haben wir uns eben erstmal überlegt, dass wir Kisten machen, erstmal ein paar Iron Chests und dann einfach erstmal Ja. anfangen mit Hand einsortieren. einem Einsortierungssortiersystem. Ja, nee, ist klar. Sortierung. Ja, Ein genau die Einsortier. Sortierungssystem. Ey, was denn los hier? Die Bäume haben sie auch noch nicht Einsortiersystem. gesehen, So, oder? Junge, Junge. Nee. Die ganze Mauer, die Nee. Bäume, was wir gefunden haben. Ja, da war ich in der Mining-Welt unterwegs und Ja, dann. wieder du. Klar. Ja, ich war ja nur unterwegs und dann sind mir diese schönen Rubber-Tree-Bäume aufgefallen. Da habe ich gedacht, okay, Rubber-Bar, brauchen wir immer. Und dann haben wir die mal hingepflanzt. Genau. Und hier schön ein Brunnen, Wasser, ewige Wasserquelle, damit wir eben Wasser haben. Ach, Wasser für die da. Armen. Brot haben wir ja Da, schon. hallo. Hallo YouTube. Da. Ihr werdet begrüßt von Genau, hallo, hallo. Von Lila Lila Leone. Lion, aka Modlina28. Wie viele Kisten werden wir brauchen? Machen wir erstmal 20 Stück, oder? 10, 15, 20? Keine Ahnung, ich habe jetzt mal 34. Ja, okay. 26 rein, oder? Nehmen wir mal 25. Ich gucke mal nach diesem Touching the Bed. Chargepad, was ja jetzt auch alles neu gekommen ist. Das heißt jetzt halt einfach ganz normal, dass die Ladestation, also kannst ja Es auch gibt mal es entsorgen. einmal in, also dieses Static Charging Pad ist LV. Das Crystallizer Chargepad ist MV MV. und das Labrotronic Chargepad ist HV. Schluck. Aber ich denke, Statik. Anbetracht der Materialien fangen wir mal bei Statik an. Ja, eine Bedbox. Weil das andere braucht schon eine MFE, die haben wir nicht. Können wir es Ja. natürlich, aber MFE, das können wir uns eigentlich leisten, würde ich fast das nehmen, ne? Warte mal. Mit 4 Diamant. Ja, nimm Jo. MFE, das ist Jo, besser, weil. ich nehm ne MFE. Weil wenn wir mal Ja. ein Lapis-Pack haben oder Lapatron-Pack oder wie die ganzen Dinger da heißen, Advanced-Kacke, dann macht das natürlich mehr Sinn. Ja. Mit Diamanten. Seht ihr, und ihr seht ja hier, dass wir haben ein bisschen sortiert. Hier habe ich übrigens bei meinen bin ich auf einen Dungeon gestoßen. Habe hier ein paar Verzauberungsbücher gefunden. Ja. Efficiency 5, Flame 1 und so weiter und so fort. Und ein paar Erze durchgeschossen. Aber ja, ich gehe erstmal auf die Suche nach Diamanten. Die müssten eigentlich vorne Draußen sein. liegen, ja. Kannst die mal alle mit. Also ich habe jetzt einfach Ja. an der Wandlänge einfach Kisten draufgestellt, vorerst mal. Ich denke, das werden wir dann Aber hier sowieso haben alles wir. umbauen.
Matthias, das bringen wir mal mit. Ja, das wird dann einfach nur, dass wir erstmal einsortieren können und mal ein bisschen Ordnung da drin haben, dass wir wissen, wo wir hin können, um unsere Sachen zu bekommen, ne? da nicht in der Kiste tausend Sachen zu haben. Eins, zwei. Ah, Redstone. Redstone. Hier und Redstone war Hier und sonst da und dort nirgendwo. und jenes. Ah, ja, genau, ihr seht's ja. Genau aus diesem Grund. Genau aus diesem. Verklopften Grund. Dieses Suchen hier. 4 Post davon, ne? Ja, vier davon. Was war mal da? Dieses. Ach, Diese die komischen MFE wollte ich bauen, genau. Kabeln aus Gold. Kann ja mal ein bisschen Gold rüberbringen. Ja, ich warte mal, ich brauche noch eh noch. Ja, warte mal, hier die Goldkabel schnell mal. Ich hau mal hier Refined Iron ein bisschen Haben wir da einen durch. Gummi noch? Ja, ich klaue mir mal hier schnell einen Overclocker. Ja, die hab ich auch schon gebaut. Beziehungsweise wir haben uns das aufgeteilt. Ja, das ist immer, ihr dürft mir das nicht verübel nehmen, wenn ich in der Ich-Form meistens rede, weil es ist eben mein erstes Let's Play und dann auch noch direkt ein Let's Play together. Es ist halt Es ist schwierig. an manchen Stellen ein bisschen ungewöhnt für mich, dann einfach in der Uns-Form zu reden, aber das nehmt ihr mir hoffentlich Ja. nicht so übel. Ich denke, Sie wissen ja, dass du alles machst und ich nur zuschaue. Genau, Umgekehrt meine ich. ja, das ist ja kein Problem, das zu wissen. Das ist eh klar, ne? Dafür machen wir ein Together, damit ich nichts tun muss. Ja, genau. Das Ja, ist der da Sinn wisst und ihr, da Zweck der Sache, habt ihr es so. gehört, ihr habt es jetzt gehört. Jetzt habt ihr es schwarz auf weiß, nee, wie nennt man das? Ja. Ton auf So, Tonspur. ich mach mal schnell noch eine Pressure Plate. Die haben wir als schon mal. Ja, ich denke, ich werde mich mal an einem Pulverisierer oder sowas machen. So nebenbei, weil ich habe jetzt nichts zu tun. Das Lager werden wir, ich glaube, denk mal offline bauen. Okay, Pulverisierer kostet jetzt 2 Diamanten, schon mal heftig. Ja, gut, das ist Ein bisschen. Rubber brauchen wir und Gold. Gold hast du mir gegeben, oder? Hast du schon drin die Kabel? Okay, oh, ach, die habe ich überhaupt nicht gesehen. Hab ich da alles Ach, schon fertig gemacht? Bin ein guter Mensch, siehst du ey. mal, siehst du mal. Bin natürlich hier wieder Guter Mensch, ne? der Nicht-Aufpasser. Firma So, dann Mist. haben wir eine MFE. Was brauchen wir noch? Electronics Circuit. Da schauen wir mal. Kupfer. Kupfer. Nicht so geizig Genau, hier. wir nehmen es einfach von den. Einfach von hinten. Wir haben es Fertig. ja. So, machen wir schön so. Redstone Kohle haben wir Gold. Das haben wir eh hier. Guck hier, jetzt habe ich schon. Weißt du eigentlich, ich Puff. mache alles kommentarlos und du redest die ganze Zeit. Das ist voll irgendwie komisch. Ja, ist ja keine Ahnung. Es ist für mich halt eben auch noch ein bisschen Ungewohnt. Ah, Stil, Stil. muss gucken, was ich rede und oder Dummzeug rede oder ich rede gerne Dummzeug. Ich Du bist bin doch dumm. eigentlich der Dummzeug-Reder Reda. vor dem Herrn. Vor dem. Haben wir noch irgendwo Stil, weißt du das? Du hattest das letztens. Da haben wir noch immer Probleme mit diesem dämlichen Stil, ne? Wenn wir da. Habe hier hinten Steel Boots drin, aber die sind schon angebrochen. Ganz oben. Naja, Die die sind kann man aber ganz. nicht nehmen. Glaube ich nicht, dass die funktionieren, oder? Nee, wenn die angebrochen sind, glaube ich. Im Maserata Was? bekommen wir Stil, aber nur wenn sie voll So, sind. jetzt haben wir Weißt hier die. Seht ihr hier das Rezept? ich Crystallizer. teste es Ne, einfach das mal. Crystallizer Charge Pad. Ja, die Frage ist, wohin wir das bauen, ne? Ja. Ja, Wir können uns aber eine wohin? Waschmaschine bauen, da kann man Rüstung reparieren. Ja, Was? wir können unser. Ich habe die Idee, wir machen einen Waschsalon auf. Waschsalon bei Klopapier und Adcrafter. Und dann müssen die Leute immer Geld bezahlen. Und so weiter. Das wäre dann ein Ding. Ich mach Weil mal ich schnell eine würde mich so. Waschmaschine da. Aber die ist sau laut, ey. Die ist echt sau Ja, laut, die aber Waschmaschine. dafür funktioniert's. Dann muss ich aber vorher einen Ton hier runterschalten, sonst Weil die kriegen die sollte Leute ja, hier. so viel ich das mitbekommen habe bei anderen News, ha? Ja, die macht die Sachen wieder ganz. Das Ja, dann haben wir stimmt. wenigstens Stil schon mal. Weil da haben wir ja So. Probleme, dass wir keinen Wo Stil sollen haben. wir denn das Charge Pad hin tun?
Ja, am besten an eine MFE, die wir nicht haben. Soll ich noch eine bauen? Ja, man, da hätten wir ziemlich viel Speicher, ne? Ja, dann baue ich noch eine. Waschmaschine, aber, leben länger mit Calgon. Ja. Wo stellen wir die? Einfach mal irgendwo hier hin in die Ecke. Waschmaschine, nehmen. Ja, jetzt, ich muss mal ganz kurz dann hier Sound ausmachen. Ich stelle es in den Keller, da ist neben meinem Bett. Da gibt's so. Ja, nehmen. So, wo muss ich die einfach reinpacken? Ich habe keine Ahnung. Die braucht Kohle oder sowas. Das sind Sachen, die ich gar nicht. Ja, genau, Kohle brauchst du. Bringst du ein bisschen mit? Hier, Redstone, ich weiß. Nimm du ein bisschen Kohle mit, wir haben keins da. Ja, warte mal, ich muss erstmal Kohle suchen. Oder geht das mit Holz auch? Hier habe ich Kohle. Ach, nicht erstmal Holz, Holz haben wir mehr. Hier diese. Oh, guckt euch das an, diese epische. Ach, herrlich. Nee, mit Holz geht's nicht. Nee, ich hab. Ah, du bist im Keller? Ja, ich hab's hier unten noch hingestellt. Weil hier haben wir Abwasser, wenn hier mal was ausläuft, ist nicht so schlimm. Ach so, ja, da guckt's euch an. Also, für die, die es nicht wissen, das ist die Minecraft-Waschmaschine. Waschmaschine. Da packen wir jetzt mal hier schön Kohle rein und passiert gar nichts. Vielleicht irgendwo hin. Oder er kann das Ziel einfach nicht. Warte, ich versuche mal mit einem Axt. Nee, da gehen nur Klamotten drin. Ich habe einen Stilhelm, vielleicht geht der. Nee. Hast du einen Stilhelm? Schweinehund. Stilhelm, du Schweinehund. So, dann machen wir nochmal. Eins. Oder drei, sie macht das nicht mit Stil, drei. Das kann ja natürlich auch sein, ne? Nur Standardsachen. Stock brauchen wir. Ja, wir brauchen Stil und das haben wir nicht. Aber für die MFE meine ich jetzt. Ja, aber für das andere Bombo-Stil. Das Stil ist, wir müssen zusehen, dass wir den diesen Industrial Blast Furnace haben. Ach ja, guten Morgen. Phil, guten Morgen. Auch schon wach. Ja, ja. Hab natürlich hier. Ah, hier haben wir 4 Stil. Haben wir noch Stil, du? Der Steel Pickaxe haben wir noch, ja, 4 Stück haben wir Steel. Das reicht genau, 4 Stück brauche ich, ja. Nochmal pulverisiere schon mal. Ja. Yeah. Und die Steel Axe können wir, wo tun wir die am besten rein, wo wir am meisten rausbekommen? Schmelzen 3. 3. So. Okay, einfach schmelzen. Zack. Zack. Ja. Yeah. So, jetzt haben wir noch eine MFW. Ja, wo schließen wir die MFW jetzt an? Gute Frage. Nächste Frage? Ich würde sagen, dass. Ja, einfach unten. Pit ja, aber. Hin, oder? Ja. Aber die MFE würde ich dann unten anschließen direkt. Und dann LV machen. Wollen wir ein LV machen? Den mache ich auch noch schnell. In der Mitte dreimal Kupfer oben und ein Kupferkabel und der Rest ist Holz, so irgendwie, glaube ich. So, ja, genau. Aber ich bin mal beim Pulverisierer. Holz. Das war das. In der Mitte Gold aus Stiel. Kupferkabel. Da haben wir einen LV. Habt ihr Glas auch hier? Ja, seht ihr was? Ja. Weiß ich nicht. So, soll ich den. Soll ich das am besten anschließen? Schließe es an, das funktioniert einfach. Ob bitte ja nichts in die Luft. Den LV auf die Bedbox oder vor die. Vor oder nach die Bedbox? Vor der Bedbox, zwischen MFI und Bedbox muss der LV rein. Das ist sehr wichtig. Umbauen hier. 2x Flint. Dann aber alles nach dem Geothermalgenerator. Ja, ja, klar, vorher bringt es gar nichts. Ja, nee, klar, aber ich meine, der Geothermalgenerator ist ja ein kleiner. Deiner Lulli. Ja, aber hat er ja Zeit. Wir sind ja nicht 24 Stunden am Tag online. Da müssen wir uns ja auch mal was überlegen dann. Flinte, wo sind wir? Komm schon. Hast du die ganzen Diamanten mitgenommen, oder? Ah, ich hab's in der Hand. Ja, die liegen in dem Ding. In dem,
Table. In dem Table, ja. Wie mache ich das denn am besten? Ja, das ist jetzt deine Aufgabe. Ich muss doch mit den drei Punkten nach unten, ne? Bei 30 Punkten ist der Eingang. So, präferenziere wir auch. Ah, jetzt hab ich. Oh, ich bin so blöd. Oh je, wie bin ich so blöd? Jetzt habe ich den LV auf den Geothermalgenerator gestellt. Könntest du das ja auch lassen. Ja, aber warum? Ja, ist egal. Funktioniert ja auch. Ja, jetzt habe ich schon. Wo ist er denn jetzt hin? Ja, du hast ihn mit der Hand abgebaut, der Vollkopf, oder? Nein, ich habe den nicht mit der Hand abgebaut. Mit was dann? Mit einer Axt. Ah, mit einer Axt. Ah, oh, bin ich blöd. Oh, Spitzhacke. Ja, heute ist nicht mein Tag. Oh je. Oh. Je. Ach, Männer. Was bauen geht damit? Bauen wir nochmal ein LV. Ist ja nicht so als. Jetzt haben wir das Problem, dass wir Pulverisierer haben. Aber. Wohin stellen wir den? So, wir haben keine Bett. Jetzt tue ich die MFE auf den Geothermal stellen. Ah ja, genau, die MFE hat er vergessen. Genau, Ausgang nach oben. Genau. Dann. Warte mal. Ah du, ALV brauchen wir eh keinen, oder? Nee, ALV hätten wir gar keinen gebraucht. Dumm. Weil da oben ist ja schon ein LV. So, ja, stimmt. Ja, dann schließen wir die Bedbox jetzt da direkt an, oder? Achso, nee, genau, LV und dann Bedbox. Wobei, ja, Bedbox bräuchten wir eigentlich auch keine. Ja, okay doch, als Zwischenspeicher. Kann's nicht schaden. Ja, jetzt ist der nach oben. Ja, mit der Wrench Shift und mit der Wrench Rest klickt, dann dreht sich der genau um 180 Grad. So, hast du die Wrench? Genau, ja. Jetzt da drauf die Bedbox. So wie du stehst, Bedbox, ober die Bedbox, das. Bedbox, die ich nicht mehr habe. Warum, hast du die schon weg, oder was? Wahrscheinlich schon kaputt gemacht. Schaffst du überhaupt irgendwas noch ganz zu lassen? Nee, irgendwie ist heute nicht mein Tag. Ja, dann schließ Kabel an und lass es sein. Bevor du noch mehr Unsinn treibst. So. Oh. Ja, lass das so. Nee, jetzt ist der Ausgang von der MFE zur Seite. Jetzt hast du ihn wieder gedreht, oder was? So eine Pickaxe einstecken. Ja, so, jetzt dreh nach oben. Und jetzt muss ich den nach oben drehen einmal. Der Wrench einfach oben einmal und dann Shift und Wrench. Genau, so müsste es passen. Eieieiei, was ist denn heute los hier? Ja, Lava müssen wir dann auch mal irgendwann wiederholen. Nee, heute ist der Wurm drin irgendwie. Total neben der Kappe schon den ganzen Tag. Alles, was ich in die Finger krieg, ist. Scheiße, hätte ich fast gesagt. Aber ja, passt ja zu mir. Ja, ja. Passt schon zu dir. Alles unnötig. Alles, was ich in die Finger krieg, ist halt echt. Oh, meine Idee. Meine Damen und Herren, hier pfeift das Pony, hier lacht die Hand, die Gans. Hier geht's im vollen Rund. Warte mal so. Hallo. Hallo. So, ja, jetzt haben wir immer noch das Charging Pad. Da stellen wir es hier hin. Oder? Erstmal stellen wir es hier hin. Ja, stellen wir irgendwo hin, ist ja egal. Dann nehmen wir den Ofen hier weg. Aha. Cool, Eisen The und Cruiser Joe blew up. Ding, 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 ding. Ich hab grad was entdeckt. Was hast du denn entdeckt? Werde ich dir gleich zeigen, wenn ich's habe. Habe ich aber nicht. Unser Leben ist gerettet, weißt du das? Wieso? Wir brauchen Kohle. Da ist Kohle. Kann man direkt dieses anschließen, dieses Charging Pad? Ich schätze mal einfach direkt und anschließen, fertig. Aber das geht direkt an die MFE. Das sollte ja egal sein, ist ja ein MFE. Charging Pad. Genau, kenne ich mich da auch nicht aus mit dem Charging Pad.
Natürlich noch einiges los hier. Junge, 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 Junge. Wo muss ich denn jetzt? So hier. Ja, irgendwas. Ich kann überhaupt nicht darauf zugreifen irgendwie. Ja, ich auch gar nicht. Oh, da ist wieder irgendjemand hier unterwegs, dass der ganze Server unterwegs ist. Eieiei. Nein, Leute, wieder am Rumliften da. Naja. Ah, und da sind wir geflogen. Na, seht ihr. Ich disconnecte auch mal. Auch mal mitkriegen. So, jetzt geht's könnt wieder. Ihr könnt es ruhig auch mal mitkriegen, ja? Das einfach ist, mal neu connecten, das reicht. Bin schon wieder da. Gut. Ah, er lädt voll. Zack, hier seht ihr es euch an. Da wird das. Hier seht ihr den schönen Dampf. Einfach draufstellen und alle elektrischen Sachen im Inventar werden geladen. Lädt er das jetzt auch, oder? So, jetzt lädt er mein Jetpack. Und die Wrench lädt er nicht. Warum lädt er die Wrench nicht? Bin auch gerade verwundert, irgendwas. Ja, und jetzt, das ist das. T-Last? Was? Okay, warum will der das nicht so, wie ich will? Warum hat der da zwei? Das ist irgendwie total laggy bei mir. Ach ja, das sind natürlich die kleinen Macken, wenn man ein Let's Play auf dem öffentlichen Server macht, dann kann das immer mal vorkommen. Hier wird geliftet. Ja, na, und dieses Leften und Hinten. Hier ist, ja, seht ihr hier, hier ist Betrieb wie auf dem Bahnhof. Sehr angenehm. Mich nur interessieren, was die da schon wieder machen, halt, Mülle. Das würde mich auch mal interessieren. Seht ihr, jetzt bin ich wieder da, jetzt stehe ich wieder auf dem Ding. Hier ist natürlich was los. Meine Güte. Ich würde sagen, wir lassen es mal für die Folge und machen nächste Folge weiter. Ja, heute ist irgendwie der Wurm drin. Genau. Aber wie ihr seht das Charging Pad, es dampft grün. Lädt alle, immer schön alles auf, was man im Inventar hat. Genau, also. Dann viel Spaß, Leute, und wir sehen uns das nächste Mal. Ja, einschalten nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.